Ja! Servus, hi. Es ist mir eine große Freude, dir hiermit verkünden zu dürfen, dass ich mir eine Action-Cam zugelegt habe. Schau, das ist das DJI Action 4 Modell. Ich habe mich jetzt für die Kamera entschieden, statt der GoPro. Anscheinend größerer Sensor, bessere Low-Light-Performance. Und was mir halt voll taugt an der Kamera ist, diese magnetische Halterung. Während du bei der GoPro mit dem Daumen dieses Ding die ganze Zeit auf- und zuschrauben musst und das ist nicht kompliziert ist. Um das geht's nicht. Und zwar möchte ich mit dir heute herausfinden, ob das so funktioniert. Gib mir bitte einfach ein Feedback, ob dieses Material, was du heute von mir siehst, jetzt gerade, was ich mit dem Teil da gefilmt habe, ob das passt. Ich nehme dich da jetzt ein bisschen mit in den heutigen Tag. Wir starten jetzt nochmal von vorn. Also wir fahren jetzt zu Hause weg. Die Herfahrt, dann die Ankunft. Ich habe dann zum Mittag einen Termin. Da nehme ich dich mit dem Thomas, da geht es um eine Homepage-Sache, die erkläre ich dir dann später noch. Und ja, wir kochen dann ein bisschen in der Küche. Und als Highlight des Tages werden wir heute zum See fahren. Erstmalig, es ist so ein schöner Tag. Und uns eine Kleinigkeit grillen. Und auch hier werde ich ein paar POV-Aufnahmen, also das ist das Point of View, übersetzt, was ich vorhabe zu machen, vom Grün zu machen auf die Nacht. Und da sehen wir auf da ein bisschen, wie das funktioniert, wenn die Dämmerung vielleicht eintritt. Und so weiter und so fort. Also folgt dem Video, wenn du meinen Kanal nicht kennst, bin der Stefan Haas. Das ist mein Restaurant, in dem ich selbstständig bin, das Restaurant Fine Dining, 8992 Altaussee. Bin drei Haubenkoch, macht irrsinnig viel Spaß, das was ich da mache und das teile ich gern mit dir. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Wenn du interessiert bist an Gastronomie, an Freude, am Kochen, generell an dem Thema Kochen und alles was da rumherum ist, bist du bei mir genau richtig. Abonnier am besten gleich meinen Kanal. Gell? Also, wir fangen jetzt einmal von vorne an und du sagst mir, ob dir das gefällt, gell? So. Papa! Papa! So, das ist immer der schwierigste Teil des Tages, der Abschied. So. Ja, ich habe jetzt einen Termin mit dem Schwarzen Thomas, der mir die Homepage, die Fine Dining Homepage gemacht hat. Der erwartet mich jetzt um 10 Uhr im Lokal, da werden wir jetzt kurz was besprechen und dann mal viel Kaffee trinken, weil irgendwie hat es heute noch keinen Kaffee gegeben. Ja, ich weiß, ich habe Kaffee. Ich habe vergessen, Kaffee mitzunehmen vom Betrieb jetzt. Das ist schlimm. Erzählen. Der Termin war super. Wir haben beschlossen, dass wir die Webseite, die Stefan Haas Kocht Webseite, komplett neu auf neue Beine stellen. Das ist eh schon länger der Plan. Und zusätzlich haben wir jetzt das Bierzelt, das bei uns im September stattfindet, vor, dass wir da auf der Terrasse so ein Burgergrillen machen. Und ein Cashless-Kassensystem in Angriff nehmen. Das bedeutet, dass die Kunden mit einem QR-Code ihre Burger bestellen können und das Ganze dann ganz easy übers Handy abgewickelt werden kann oder werden muss, damit der dann seine Bestellung kriegt. Der Thomas ist Programmierer bei D&J und macht mir das. Ein Highlight des heutigen Tages ist definitiv, dass ich diesen Griller wieder nach Hause nehme, weil das ist mein privater Grill, mein privates Ei und stattdessen das Kleine jetzt hier in den Einsatz kommt, wobei das Kleine gar nicht so klein ist. So, da herinnen. Vergleich das Kleine jetzt und das Größere. Also das ist das Max, Minimax und das ist das Mini-Mini. Ja, schau.
Und deswegen habe ich von Anfang an gesagt, ich brauche das kleine Ei. So, wir sind da in der Küche bei mir. Musik läuft. Ich habe jetzt gerade versucht, einen Livestream abzuschließen. Check's nicht, wie das geht. Ich versuche das Ganze jetzt ein bisschen zu kommentieren. Vielleicht kann es passieren, ob man das versteht. Spirulina. Die Melone, die ich jetzt für die neue Vorspeise im veganen Menü vorbereitet habe, die habe ich mit einer Vinaigrette mariniert. Das Ganze wird mit Zitruswürze von Gölles und so, das ist ein Stift wieder, und Spirulina-Pulver sowie ein bisschen Öl einfach mariniert. Da ist er, danke. Gut, das kommt jetzt einmal in die Kühlung. So, als nächstes bricht die Melone her, und zwar. Schau her. So, schau, da haben wir meine fermentierten Amalfi-Zitronen. Das sind diese weißen Teile der Zitrone. Wow, das riecht so gut. Das haben wir jetzt einfach aufgeschnitten, da ist es auch nochmal, schau. Und das vakuumiere ich jetzt noch einfach. Ein bisschen weiter hinten. Und dann stellen wir es kalt. Das Ganze kannst du verwenden für zum Beispiel dann ein Sorbet. Nichts anderes als wie Salzzitronen. Und ich würde das zum Beispiel für Sorbets verwenden, gering dosiert oder direkt zum Beizen, zum Einbeizen von einem Fisch. Kräftiger Geschmack bedeutet, würde sich zum Beispiel super für Wels eignen. Salz kann man gut Edelwels wie Amalfi-Zitronen gebeizt. Und durch das, dass die Zitrone schon mal sehr säuerlich ist, würde ich da dann zum Beispiel hergehen und ja, was Cremiges dazu machen, fettig, vielleicht was Kichererbsen-Creme mit viel Haselnussöl drin zum Beispiel. Das wäre mal was anderes. Ja, das machen wir. So. So, ist auch fertig. What's next? Mein Zitronensablé, den habe ich mir da gebacken. Das ist der, was zum Zitronendessert jetzt dazu geht. Wunderbar. Wunderbar knusprig.
Die Box, die steht meistens da herinnen in der Küche. Da hat es jetzt aktuell 24 Grad. Ui, nein, nicht. Okay, das war jetzt nicht gut. Da hat es aktuell 24 Grad. Das ist so zum Fermentieren ein bisschen zu warm. Was nicht heißt, dass es schlecht ist, automatisch. Es geht ein wenig schneller, bis zum Beispiel wäre, wenn es im Keller stehen würde. So. So, und das wandert jetzt einfach in den Kühlschrank. Da habe ich eine Box mit fermentierten Sachen drinnen. So. So, die ist natürlich jetzt da hinten. So, es ist jetzt in Wahrheit so, dass ich mit der Mise en Place ja nicht dabei bin, aber ich mache jetzt da noch ein bisschen weiter. Es steht halt noch ein Programmpunkt bevor, da nehme ich den noch mit. Ja, das Ganze ist jetzt für mich ein Test, ein bisschen zum Schauen, ob das so funktioniert mit der Kamera. Wenn die das ansieht, sag mir es bitte, schreib mir es ins Kommentar. Okay, das ist wie gesagt die Frage, ob sie das auszahlt, mit dieser Kamera POVs bzw. live zu gehen. Ich tendiere momentan eher zu den POVs, weil da kann ich ein- und ausschalten, was ich brauche. Hau mir dieses ganze Footage dann in der Timeline und exportiere es und lade es auf YouTube hoch. Während ich beim Live-Streamen immer schauen muss, geht's jetzt, geht's nicht, ist die Verbindung gut, das stresst mich ein bisschen. So drucke ich aus, ein. Ich nehme die einfach da über einen längeren Zeitraum mit. Gib mir Bescheid, okay, ob dir das gefällt, ob das Footage gut ausschaut. Footage ist Bildmaterial, gell, falls du dich fragst, was das für ein Jargon ist. Ja, wir fahren dann noch wohin und dann machen wir noch so einen kleinen Lowlight-Test. Und ja, das freut mich schon, gell? Gut, wir verlassen das Lokal, wie schon gesagt, und werden jetzt das Leben am Land, ja, das was ja von den Städtern oft belächelt wird, weil ja die Möglichkeiten so begrenzt sind, in den vollen Zügen genießen. Was das heißt, zeige ich dir jetzt. Wow.
Ja, genau. Ja, also, hast gesehen, oder? Wie lässig das jetzt ist mit dem Teil da. Also ich muss echt sagen, ich bin begeistert. Der Amount, wie das heißt, ist super, super effizient. Du klopfst das Ding runter und rauf, wie du das brauchst. Die Auflösung ist super, du hast das Footage jetzt gesehen. Also ich glaube, dass das richtig cool ist. Ich freue mich drauf, wenn du mich da dabei unterstützt in Zukunft. Ich werde in Zukunft diese Kitchen-POV-Videos machen. Und ja, ich freue mich voll auf dein Feedback. Sag danke fürs Zuschauen und diese Stille, ja, jetzt sind alle daheim, es ist jetzt ca. 8 Uhr am Abend, die nutze ich jetzt noch und springe jetzt noch in den See. Ich sage danke fürs Zuschauen. Habe dir aber Servus, ciao.